Fanatiker am Wolgaufer, Kannibalen im Bergbunker, Sklaventreiber an der Küste des ausgetrockneten Meeres. Wie viele Monster sind durch den Krieg entstanden? Vielleicht waren sie schon immer da und der Krieg hat ihnen lediglich die Gelegenheit geboten, sich auszuleben. Und jetzt müssen wir sie für immer ertragen. Wird Damir, der in der Wüste geblieben ist, um Jul zu helfen, ihr Volk in die Freiheit zu führen, noch ein Monster besiegen? Und zwar die Trägheit im Denken jener, die von den Tyrannen dort unterworfen und versklavt wurden. Ehrlich gesagt habe ich Zweifel. Dieses Monster könnte sich als stärker erweisen als alle anderen. Wie auch immer, wir können es uns nicht leisten, die Hoffnung zu verlieren. Wir kommen unserem Traum immer näher, einen Ort zum Leben zu finden, frei von Strahlung und Mutanten. Die Karten, die wir in der Wüste gefunden haben, zeigen uns mehrere vielversprechende Optionen auf. Und jetzt warten wir alle gespannt auf die Entscheidung des Obersts, wohin die Aurora als nächstes fährt. Im Moment rollt der Zug ruhig nach Osten. Die Mannschaft ruht sich aus. Und Stepan hat Katja einen Antrag gemacht. Einen Antrag, den sie nicht ablehnen konnte. Wir haben den 20. August 2035. Sind 5.369 Kilometer von dem Metro entfernt. Den Schauplatz von Metro 1 und 2. Und wir haben Sommer. Und der Dritte Weltkrieg hat nicht nur die Welt verändert, sondern auch den Menschen. Stepan und Katja heiraten. Es wirkt ja immer nur so, als wäre Stepan scharf auf sie. Genau, erstmal eine Zigarette nach dem Sex. Verdammter Husten. Wir haben die Wüste schon lange hinter uns gelassen. Und trotzdem hält er noch an. Was raucht Crest eigentlich? Das Zeug ist schrecklich. Jedenfalls geht es mir jetzt besser. Ich störe nur ungern, Leute, aber ihr solltet in den Speisesaal kommen. Das Essen ist fast angerichtet. Danke, Stepan. Wir sind gleich da. Du trinkst auch immer nur das gleiche Zeug. Sollen wir gehen, Atjan? Oder noch etwas bleiben? Es ist so schön. Ja. Weißt du, Atjan? Ich habe mir Stepan und Katja, dich und mich angesehen. Und gedacht, was für ein Glück wir haben. Bei meinen Eltern war das ganz anders. Es war echt übel. Normal rauche ich nicht. Habe ich dir jemals erzählt, warum meine Mutter gestorben ist? Natürlich nicht. Es lag an Papa. Damals war er noch übler drauf. Kam von der Kaserne nach Hause und griff schon nach der Flasche, während er noch seine Stiefel auszog. Dann stritten sie sich und er kam eine Weile nicht mehr nach Hause. Möchtest du? Und in seiner Abwesenheit begann sie auch zu trinken. Wenn sie nüchtern war, weinte sie. War sie betrunken, fühlte sie sich besser, war sehr verträumt. Weißt du, wie sie mich nannte? Einfach nur A. Sie drückte mich und sagte, eines Tages, A, werden wir beide nach Vladivostok gehen, meine Geburtsstadt. Und von dort zu einem Dorf an der Meeresküste. Ich war damals 5 und begriff nicht viel davon. Aber das Dorf an der Küste konnte ich mir lebhaft vorstellen, weil ich ihr glaubte. Und dann brachte sie sich um, trank irgendein Gift. Die Apokalypse fing 2013 an, der Dritte Weltkrieg, als sie alle in die Metro verschwunden sind. Was sie gerade erzählte, muss davor gewesen sein. Das bedeutet, wenn wir jetzt 2035 haben, Anna müsste schon über 30 sein.
Nach ihrem Tod hörte Vater auf zu trinken. Er schenkte mir nie viel Aufmerksamkeit. Aber da sie weg war, ließ er mich nie allein, nahm mich überall mit hin. Wir sprachen allerdings nur wenige Male miteinander. Artyom, ich will glaube ich auch so knapp über 30 sein, denn in Metro 2, also Last Light, gab es ja Rückblicke und da wirkt er ja auch schon wie ein 4- oder 5-Jähriger so. Ich hatte eine Puppe namens Shanna. Ich spielte immer, sie sei meine Tochter und wir würden zum Meer gehen. Vater versteckte sie irgendwann, sagte mir, sie sei verloren gegangen. Vermutlich wollte er nicht, dass ich unter Mutters Traum litt. Dann stellte ich mir vor, sie wäre groß geworden und nach Vladivostok gegangen. Und jetzt gehe ich. Nicht nach Vladivostok, aber mit dir. Der Traum ist wahr geworden. Willst du nochmal ziehen? Übrigens habe ich mich immer gefragt, wovon Vater so träumt. Er müsste doch auch Träume haben. Was ist das wohl? Ein höherer Rang? Alles wäre möglich. Menschen retten? Was würden die Geretteten dann tun? Im Untergrund herumsitzen? Ich habe ihn nie verstanden. Auf was hofft er denn in seinem Leben? Was macht ihn glücklich? Vielleicht gar nichts. Er hatte nie wirklich Zeit, über das Morgen nachzudenken. Unten in der Metro kommen solche Gedanken nicht auf. Hier an der Oberfläche hingegen geht das Leben weiter. Ich zum Beispiel möchte etwas Bestimmtes machen. Ich möchte barfuß durch den Sand laufen. Eine Sandburg für die Kinder bauen. Ich denke da an zwei, ein Junge und ein Mädchen. Der Junge wäre ein Abbild von dir. Wir würden schwimmen gehen. Die Berge hinter uns. Holzhäuschen am Strand. Die Sonne. Wenn man das schlechte Ende von Last Light gespielt hat, wo Artyom stirbt, ist im Epilog Anna einen Sohn zu sehen in der Metro. Sonne würde uns täglich begrüßen, wenn sie sich aus dem Meer erhebt. Dieser Hafen ist unser Ziel. Es lohnt sich, dorthin zu gehen, selbst wenn wir die halbe Welt durchqueren müssen. Jeder sollte ein Ziel haben. Ein Punkt auf der Karte, der ein erstrebenswertes Ziel ist. Ein Ort, an dem man endlich glücklich sein kann. Unsere Jungs haben alle ein eigenes Ziel. Bei mir ein anderes. Er ist ja in der Wüste geblieben. Und jetzt zerstreuen wir uns. Natürlich nicht sofort. Zuerst sind wir noch gemeinsam unterwegs und suchen. Aber letztendlich wird jeder von uns einen solchen Punkt finden und dort bleiben. Ich weiß nicht, wohin es meinen Vater zieht. Auch weiß ich nicht, wohin es dich zieht, aber ich weiß, dass ich dich liebe. Und zwar sehr. Ich werde natürlich bei dir bleiben. Egal, wo du hin willst. Ich gehe dann mal rüber zum Essen. Los, Artyom. Ich ruhe mich noch etwas aus und komm später dazu. Alles klar. Hier setzen wir uns nochmal hin. Da haben wir hier das Tagebuch, können unser Team gutachten, Dosiere, die Mutanten, nochmal das Radio. Vielleicht finden wir hier was. Bolschoi hier, wir müssen reden. Bitte kommen, Rot. Rot, bitte kommen. Rot hier, was gibt es? Steht nicht sowieso ein Treffen auf dem Plan? Das schon. Dieses Treffen stinkt nach einer verdammten Ratte, Mann. Nach einer Ratte? Was du nicht sagst. Es ist nur, dass der Baron tot ist und wir entscheiden müssen, wer seinen Platz als Prophet der Heiligen Flamme einnimmt. Also entspann dich. Keine Chance, dass... Wir sind über 1000 Kilometer von der Wüste entfernt. Wir haben jetzt noch Radioempfang zu der Sache. Die Jungs werden deine Scheiße anfangen. Und ich glaube definitiv nicht, dass du da deine Hände im Spiel gehabt haben könntest. Auf gar keinen Fall, Mann. Hattest du deinen Spaß? Jetzt hör zu. Ich spreche mit dir völlig respektvoll, obwohl wir reichlich Differenzen hatten. Ach, halt die Klappe, Mann. Nein, du hältst die Klappe und lässt mich ausreden. Nochmal. Nein, du
brechst die Klappe und lässt mich ausreden. Du hast ja auch nicht gerade eine weiße Weste, während wir über diesen Haufen Scheiße laufen, in dem wir gerade stecken. Nicht nur, dass du diese zwei Kesselwagen mit Kerosin auf dem Konto haben könntest, du könntest auch noch diesen Attentäter mit dem Zug angeheuert haben. Aber das sollten wir besser persönlich besprechen. Im Moment habe ich ganz andere Sorgen. Kommt dir dieser neue Typ, dieser Dame, nicht verdächtig vor? Schon. Wo kommt er eigentlich her? Wie kommt es, dass er ein gemachter Mann wurde, kurz bevor diese Attentäter den Baron abmurksten? Und warum arrangiert er überhaupt Ertränken? Das stinkt nach einer Falle. Also sind wir in dieser Sache einer Meinung. Weißt du, ob irgendwer für diesen Damir stimmen würde? Ich will's ganz bestimmt nicht tun, verdammt! Keine Ahnung, Mann. Dieser Damir-Wichser. Gestern habe ich zum ersten Mal von ihm gehört. Gut. Deshalb schlage ich vor, die alte Scheiße zur Seite zu legen und hierbei zusammenzuarbeiten. Wir müssen herausfinden, wer hinter diesem Emporkömmling steckt. Sein Spiel durchschauen und dafür sorgen, dass er dumm guckt, wenn er am Ende stirbt. Und dann beschäftigen wir uns mit unseren Angelegenheiten. Voller Respekt, ja? Ja, das machen wir dann. Abgemacht. Dann bin ich dabei. Gut, wir sehen uns dann beim Treffen. Wir sehen uns beim Treffen. Ein Bündnis, Waffenstillstand, von wegen Damir wählen. Damir, der Nachfolger vom Baron. Attention, Damir hier. Oh. Ich konnte mein Chiffriergerät lediglich mit dem Sender verbinden. Spar dir also eine Antwort. Abgesehen davon ist dies eine Aufzeichnung. Ich möchte sicherstellen, dass ihr meine Nachricht auch kriegt. Wie wir uns getrennt haben, fühlt sie sich nach einer Weile einfach falsch an. Tut mir leid, wie das gelaufen ist. Wenn ich so drüber nachdenke, hattest du gar keine Wahl. Aber es ist geschehen. Und da Qs Plan nun umgesetzt wird, können wir mein Volk endlich ein für alle Mal befreien. Wir müssen die übrigen Banden ausschalten, bevor das Überfallkommando zurückkommt. Daher haben wir ein kleines Treffen mit ihnen arrangiert, um den neuen Hohepriester zu wählen, da der Baron ja weg vom Fenster ist. Wir haben noch nicht viele Kämpfer, aber zum Glück wollen beide Bosse an die Spitze. Und beide beachten mich nicht. Daher werden wir das ausnutzen. Gibel ist absolut genial, was Machtkämpfe betrifft. Aber trotzdem ist kein Plan idiotensicher. Daher wollte ich der ganzen Mannschaft und dir, Artyom, noch etwas sagen. Vielen Dank dafür, dass ihr mir als Erste das Gefühl von Zugehörigkeit vermittelt habt. Dass ihr mir einen Platz gegeben habt, den ich für eine Weile mein Zuhause nennen konnte. Das werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Kebrak mit und viel Glück euch allen. Damir, Ende und aus. Viel Erfolg, Damir. Bitte kommen. Ich bin's, Dimon. Abbas, wo zum Teufel bist du? Bitte kommen. Ach, Dimon, warum so eine Aufregung? Warum meinst du, ich müsste deinen Ruf innerhalb einer Sekunde annehmen? Weil das unsere Frequenz ist, deshalb. Sie ist ständig von diesem verschissenen Projekt Archimist gestört. Ach, darüber musst du dir keine Sorgen machen. Das hat sich erledigt. Erledigt? Ich dachte, das würde ewig so weitergehen. So viele Idioten, die da schon hingegangen und verschwunden sind. Wir waren da ja auch. Irgendein Idiot ist da hingegangen und hat die Platte kaputt gemacht. Total. Ja, wir. Ganz klar, bestimmt. Ich würde sagen, was immer die Idioten gefressen hat, ist jetzt satt und macht ein Verdauungsschläfchen. Das könnte sein. Aber jetzt. Schön, dass auf vergangene Ereignisse eingegangen wird. Ja, wir können. Also, worüber wolltest du noch reden? Du hast von dem Treffen gehört, ja? Habe ich. Nicht, dass ich eingeladen wäre. Ich bleibe einfach hier und warte auf einen der zwei Bosse, damit er mich und meine Jungs anheuert. Was ist mit dir? Ich auch, ich auch. Meine Leute wollen Action und eine fette Bezahlung. Und bei der heiligen Flamme. Das ist die Gelegenheit. Und darüber wollte ich mit dir reden. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Ah, guter Gedanke. Ich will nicht mehr gegen dich kämpfen. Und ich will nicht. Die haben sich gesplittet. Das Knie tut immer noch weh. Also was sagst du, alter Freund? Ich bin dabei. Wir müssen das aber persönlich besprechen. Ein guter Deal braucht Privatsphäre. Und obwohl diese Frequenz sicher zu sein scheint,
Nein, ist er nicht. Ja, ich verstehe. Treffen wir uns morgen im alten Restaurant, in Ordnung? Abgemacht. Bis dann, Abbas. Ende und raus. Fragment, mein Freund. Ende und aus. Ach was? Brüder und Schwestern, der Baron, dieser alte Hund, ist tot. Ich habe ihn selbst getötet. Die Monalweiler sind jetzt verwirrt wie kopflose Hühner. Unser Tag ist gekommen. Bekämpft sie, wie auch immer ihr könnt. Kommt dahin, wo der Mordturm des Barons stand. Kommt und wir geben euch Waffen. Ihr habt diesen Hunden zu lange gedient. Und was habt ihr dafür bekommen? Nur Grausamkeit, Tod und die heilige Flamme, auf die ich spucke. Es wird Zeit, sie aus unserem Land zu vertreiben. Für immer. Ab jetzt werden unser Land, das Öl und die Lebensmittel uns gehören. Tod den Monalweiler! Sie blieb beim Widerstand. Und hier ist normale Musik. Den Sender kriege ich nicht richtig rein. Doch. Auf nach Stepan.